So, und mit einer neuen Attraktion, die wir uns freigeschaltet haben, starten wir direkt in die nächste Folge von Rollercoaster Tycoon 3. Ja, letzte Folge haben wir ziemlich viel geredet, oder habe ich ja ziemlich viel geredet. Das möchte ich jetzt etwas einschränken. Und zwar möchte ich auch ganz kurz mal gucken hier bei dem Bekleidungsstand, ob man hier irgendwas wählen kann. Nein, ich dachte, man könnte hier alle auswählen, nichts auswählen. Schade, ich dachte, man könnte hier vielleicht das so machen, dass man irgendwie so die Badefarben von, also die Farben vom Badeanzug dann noch variieren könnte. Das wäre nämlich ziemlich witzig, wenn wir so überall coole Menschen oder was weiß ich. Schade, das geht leider nicht. Aber gut, so, was macht die Bahn hier auch immer schön voll besetzt? Das gefällt mir eigentlich. Ja, ganz am Anfang vom Let's Play war ja da ziemlich viel los. Das hat ja zum Glück etwas gelegt. Ja, die Verteilung ist jetzt mehr hier so hier. Hier natürlich bei den Essensständen da auch noch teilweise etwas, hier im Park eher weniger. Aber das soll auch so bleiben. Da will ich jetzt nichts großartig verändern. Hier hinten haben wir trotzdem noch sehr guten Betrieb. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das hinten wird vernachlässigt. Aber dem ist nicht so. Und natürlich hier haben wir natürlich noch eine ganze Ameisenkult hier. Oh, ich dachte eben, das Ding fliegt, aber das ist eine ganze Ameisenplage von an Menschen, die da sich vor sich da hintummeln. So, und ich wollte ja, oder ich war am Überlegen, ob ich dir diese Planschbahn hinbaue. Ich möchte sie schon sehr, sehr gerne hinbauen. Und eigentlich würde es perfekt hier passen, wenn es direkt hier wäre, irgendwo oder sogar hier. Aber hier ist halt schon die andere, weil das hier halt alles so mit Wasser zu tun hat, das hier auch Planschbahn. Hier wird halt eher irgendwas mit Soaked, nicht mit Soaked, sondern mit dem Wild Erweiterungspack, also so eine Big Bahn, passen. Ich bin sogar gerade mal überlegen, weil so eine Planschbahn ist halt ziemlich cool, da werden die Leute nass. Das ist halt einfach ziemlich cool. Aber ich überlege gerade hier vielleicht die Big Bahn. Kostet genauso viel. Nee, ich finde die Dings dann schon cooler. Auch wenn es dann vielleicht nicht ganz so passt zum Themenpark. Aber ich meine, ja. Man kann es ja mal versuchen. Der Verkehrsheld sagt fast 75.000. Ich guck gerade mal, ob wir die Schulden zurückzahlen können. Können wir? Ich überlege, ob wir das entweder. Ich will mir lieber legen. Eigentlich will ich ja die Schulden nicht ausgleichen, aber das kommen natürlich immer Zinsen hinzu. Aber ich denke, wir brauchen jetzt erstmal das Geld für den Achterbahnbau. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal ganz spontan an. Geht es? Genau, man kann nämlich parallel bauen und parallel weiterlaufen lassen. Damit wir auch Geld weiterhin bekommen. Ja, ich überlege, entweder wir machen das. Wie machen wir das am besten, ne? Soll ich das. Vielleicht sollte ich das schon so machen. Warte mal, ich mache das mal. Ein bisschen reinzoomen. Ich sehe gar nicht, in welche Richtung. Doch, in die Richtung geht es. Okay. So, wir gucken mal, ob ich das vielleicht so machen kann, dass es so geht. Zack, machen wir mal. Nicht ganz so hoch, weil sonst schaffen wir den Dingsweg dann nicht. Oh. Ach so. Ah. Warte mal, kann ich da hin? Nein, ich will in die Richtung. Da, perfekt. So, Station, Station, Station. Ich möchte die gar nicht so riesig machen. So, jetzt fange ich erstmal hier hinten an. Peanut Butter Cups, cool. Nice. So, jetzt ist natürlich die Frage. Werden die schon immer gezogen? Ich weiß es nämlich leider nicht. Das ist nämlich dieses Problem. Liftkette kostet natürlich mehr. Oder auch nicht. Kostet nicht mehr. Na gut. Hier brauchen wir auf jeden Fall eine Liftkette. Ich will ja ganz kurz was gucken. Nein, wir können nicht steil runter machen und auch nicht steil hoch. Okay, das ist ein bisschen. Naja, blöd. Denn. Ja, wir können jetzt leider nicht so hoch bauen. Warte mal. Das heißt, da ist auch schon wieder zu weit. Oh, der hat. Oh, der hat auch richtig. Der hat eine richtige, dicke Kurve. Nicht dick, aber. Der hat keine enge Kurve, das wollte ich sagen. Die ist gar nicht mal so eng.
Ach, da hat man übrigens den Dings gesehen, den Wasserstrahler, Wassersprüher. So, das aber, was ich mich jetzt ganz ehrlich frage, ist, warum man das Zeugs hier. Also, warum man jetzt nicht. Hupsala. Weshalb wir nicht. Dingsen können. Ach, ich finde keine Worte mehr. Tut mir leid. Ja, wieso wir nicht in der Kurve das drehen können? Also, irgendwie hat es noch nicht geklappt eben. So, wir bauen das Ding jetzt einfach mal ziemlich hoch. So, und jetzt haben wir kein Geld? Nein, wir haben Geld. Es kann trotzdem dort nicht platziert werden, aus welchen Gründen auch immer. Dann bauen wir es halt eine kleine Etage tiefer. Jetzt können wir die Dinger weglassen. So, und jetzt können wir, oh, jetzt. Jetzt können wir. Alter, nein. Große Spirale, kleine Spirale, umgekehrte Spirale, klein. Wir machen eine richtig große. Zack. So, jetzt machen wir sowas. Sie haben nicht genügend Geld. Oh, schade. Alter, also, das ist natürlich jetzt ziemlich cool. Können wir so Looping machen, dann geht es hier noch einmal, dann machen wir noch einmal und dann geht es richtig hart runter. Dann wird man noch richtig voll gespritzt mit dem Wasser. Das. Ich freue mich darauf. Also das. Nice. Also. Brauchen wir nur ein bisschen Geld. Ich. Ach komm, warte mal. Ich mach mal Folgendes. Ich nehme tatsächlich mal einen Kredit auf. Einfach nur, weil wir es können. Sagen wir mal 10.000. Ist ziemlich viel Geld, aber gut, ich versuch's einfach mal. Mal schauen. Aber es ist einfach so genial. Also sorry, aber. Das ist doch einfach. Und jetzt, wenn man jetzt noch nass gespritzt wird, so direkt hintereinander, so dreimal. Oh, cool. Oder wir machen mal Folgendes. So. Dann wird man wieder nass gespritzt. Und dann geht es hier runter. Warte mal, das wollte ich eigentlich nicht machen. Das geht, dann geht es hier runter und zwar natürlich mal wieder nicht so. Wäre natürlich wieder zu schön gewesen. Zack, da machen wir so. Nein, da gehen wir nicht so. Da machen wir so. So, und dann geht's zack so nach unten und das doch, das geht. Perfekt. So, und jetzt geht's abwärts richtig runter. Und ich guck gerade mal, vielleicht sollten wir so Blockbremsen einfach so kurz einbauen, damit die Leute so schockieren. Ja, damit die Leute so ganz kurz innehalten. Und dann auf einmal geht's richtig hart runter, ja. Ich gucke echt gerade mal, wie das geht. Ob das geht. Nicht, dass es dann zu hart ist. Umgekehrt Spirale, ich brauche mal so eine kleine, so. Jetzt wird es nämlich so gehen. So, das Problem ist, dass ich weiß. Oh. Problem ist natürlich, wir müssen jetzt. Warte mal. Ob das so geht. Wie viel kostet uns das? 1500. Wir hätten so viel Geld. Ich überlege nur. Wir müssen natürlich jetzt gucken, ob das mit dem Schwung geht. Ich weiß nämlich nicht, ob die einen eigenen Antrieb hat oder ob die wirklich immer diese Liftketten braucht. Wir schauen einfach mal. Wir schauen mal. Wollen wir das jetzt schon machen? Ich überlege, dann machen wir das am besten mal hier hin. So. Testfahrt. Mindestwartezeit brauchen wir nicht. Wir warten nämlich immer bis Volllast. Liftkettengeschwindigkeit, das machen wir mal höher. Die soll ja schön viel Power haben. Geringe Reibung müssen wir natürlich hier machen. Scheiße, ist der Einschienenzug noch kaputt gegangen. Ist natürlich dann Geld wieder, was uns fehlt. Ne? Denn so kriegen wir weniger Einnahmen. Verkehrswert auch wieder. Ziemlich niedrig, der sinkt auch gerade wieder. Naja, was soll man machen? Holzachterbahn. Aber wir schalten schon ziemlich viele coole Sachen frei. So, dann gucken wir einfach mal, ob da 4 reinpassen. 5 nicht mehr, nein, aber 4.
Ist okay. So. Natürlich müssen wir mal die Farbe vielleicht ändern. Das sieht ja nicht ganz so hübsch aus. So, ich würde sagen, wir testen ganz einfach mal in der First Person View. Man hört hier ein bisschen Wassergeplätscher. Wow, also es geht echt richtig stark schon zur Sache. Richtig schnell. Also ich würde ja jetzt schon Panik bekommen, wenn ich es da hinten schon sehe und wie es hier runter geht. Nice. Nice, nice, nice. So, es geht. Wow. Wow, wow, wow. Alter, ich würde ja jetzt richtig Angst bekommen, dass ich jetzt rausfliege. Aber es ist gar nicht mal. Ich dachte, man liegt richtig zur Seite, aber es ist gar nicht so. Ja, oh, jetzt wird man merken wahrscheinlich. Wow, also mir wird ja schon vom. Lecker, da wird man nass gespritzt. Nochmal. Ja gut, man kriegt ja schon. Wow, mir wird ja schon vom Zusehen schwindelig. Und jetzt geht es nochmal richtig hart zusammen. Wow. Krass, krass. Da hat man die Bremsen gar nicht gemerkt, glaube ich, ne? Nee, also da hat man echt, glaube ich, die Bremsen nicht gemerkt. Ach was. Ach cool, da können wir die Leute noch ärgern. Oder was? Warte, ich guck gerade mal. Wasser ausschütten. Können wir anscheinend nicht ständig machen, aber gut. So, wir schauen mal. Oh. Jetzt kam wieder Wasser raus. Also irgendwo mussten hier die Bremsen verbaut sein. So, hier, zack, zack. War das nicht irgendwo? Da sind die Bremsen. Sieht man's? Hahaha. Ja, tatsächlich, wir wurden gebremst. Nochmal so kurz, da hat man so einen richtigen Schock. Das ist cool. Wow. Wird der so gerade mitgerissen? Dann fliegt man hier mit 50 km/h rein. Kommt man an, sicher ans Ziel. Naja, mehr oder weniger sicher. So, ich habe das ganze Ding mal geöffnet. Und wir müssen den Preis leider ein bisschen hochschrauben am Anfang. Ich würde sagen 3,50. Mal schauen, ob die das in Ordnung finden. Weil, ganz ehrlich, es hat uns jetzt so viel Kohle gekostet. Da müssen die Leute einfach mal ein bisschen tiefer ins Portemonnaie greifen. Denn ganz ehrlich, bei so einer coolen Fahrt. Also da würde ich auch ganz ehrlich ganz gerne mal mitfahren. Wobei ich ja eigentlich immer in echt so ein bisschen so Schiss habe vor riesigen Achterbahnen. Also weil mir da immer extrem schnell schlecht wird. Aber, also ich würde sie auf jeden Fall abfeiern, so vom Aussehen. Ob ich sie jetzt wahrscheinlich fahren würde, eine andere Sache. Aber auf jeden Fall wäre es was Cooles, was man sich anschauen könnte. Vielleicht einmal mit. Upsala. Einmal könnte man dann doch schon mal mitfahren, aber jetzt zwei, dreimal hintereinander. Das würde ich dann wahrscheinlich eher sein lassen. So. Neuer Attrakt. Jawohl, da sind sie. Sonnenbrillen. Und jetzt fehlt nur noch die Sonnenmilch. Und dann haben wir alles, was das Badeherz begeht. Begehrt. Begeht, ne? Was haben wir denn hier? Yo. Yo. Hallo. So, wir gucken mal, was können wir denn hier hinbauen? Wir haben immer noch keine Getränke. Außer Getränke. Ha, den habe ich letztes Mal schon gebracht. Ja, wir haben auf jeden Fall den. Komm, den packen wir mal schnell hin. Oh, wir haben fast kein Geld mehr. Nur noch nicht mal ein Tausender. Deswegen, da hilft das hoffentlich, uns ein bisschen Geld noch einzubringen, einzunehmen. So. Denn Sonnenbrillen sind immer, ne, ziemlich cool. Okay, also noch fährt keiner mehr mit. Sind da schon Leute drin? Nein. Denken vielleicht Leute darüber schon mal was? Nein, denken sie auch noch nicht. Hier geht einer auf die Bahn, kann es sein? Steht an. Da kommen auch schon die ersten. Muss natürlich immer erst ein bisschen, sag ich mal, rumsprechen. Das ist, glaube ich, so gewollt von dem Spiel. Oder es wird halt zu spät registriert. Das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Leider können wir auch keinen Eintrittspreis festlegen. Das geht zumindest hier in dem Szenario nicht. Wie es in den anderen sein wird, weiß ich nicht. Wahrscheinlich dann schon. Irgendwann wird es auch regnen, glaube ich. Und da gibt es auch dann
Nacht gibt es, glaube ich, schon einen Sandkasten. Ich weiß es nicht. Irgendwas war da. So, der muss jetzt leider sich noch ein bisschen gedulden. Aber ich glaube, hier die ersten Leute kommen doch schon. Ja, geht zu, geht zu. Die gehen da jetzt alle hin. So, und ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir vielleicht mal hier hinten eine Toilette wieder bauen. So. Für die verlangen wir natürlich auch ein bisschen Geld. Ne? Wenn man auf Toilette muss, muss man natürlich auch bezahlen. Ganz klar. Denn wir müssen ja schließlich auch die Toiletten putzen. Also nicht ich, sondern hier die Putzmänner. Naja, wenn, auch wenn sie es eigentlich nicht machen, aber wir stellen es uns einfach mal vor, dass sie es machen würden. Und dafür müssen ja schon belohnt werden. Und eigentlich ist es auch besser so. Also wenn Toiletten so komplett kostenlos wären, ist zwar gut, aber würde mir auch ein bisschen zu bedenken geben, denn ich bezahle theoretisch dafür oder ich bezahle diesen kleinen Ökolus da, um halt ein vernünftiges Klo zu haben. Ja, aber da muss es schon gewährleistet sein, dass sie einigermaßen sauber sind. Und ja, wenn ich da ein bisschen was bezahle, müsste ich zumindest, also kann ich zumindest davon ausgehen, dass sie etwas gepflegter werden als kostenlose. So, denen geht es natürlich immer noch hier blendend. Auch die Donuts werden gekauft. Die Getränke, das läuft hier auch super gut anscheinend. 8 Kunden schon, das passt doch. Ja, ich würde mal kurz gucken, ob wir irgendwo, warte mal, irgendwo gibt es die Finanzen. Und irgendwo, so, wir sehen, wir machen Plus. Ne, machen wir nicht, das sind rote Zahlen. Ach so. Barbetriebskosten. Eintrittskarten, gut, das fällt natürlich weg. Schwimmbadtickets, also wir sehen, wir machen ziemlich viel. Ziemlich, ziemlich viel. Und man sieht ja auch ganz klar hier Juni, Juli. Wie in echt sind es eigentlich die stärksten Monate. Bin mal gespannt, wie es Oktober oder so wird. Wobei, die gehen natürlich trotzdem das ganze Jahr hin. Aber man sieht hier, die sind, gehen ein bisschen weniger hin. Also schon ein bisschen realitätsnah gestaltet. Geldendes Darlehen, okay, naja gut. Aber ich dachte, man könnte irgendwo noch genau sehen, also welche Bahn was bringt. Also was heißt bringt, aber was sie halt leistet oder wie viel Schulden sie macht, wie viel, ne, was da so alles halt möglich ist. Aber irgendwie geht das nicht, oder ich übersehe es gerade, ich weiß es nicht. Apropos, was sagt der Verkehrswert nach der neuen Dings? 76.000, also er ist gestiegen, also durch neue Attraktionen kann man den scheinbar steigern. Wir fahren einfach mal kurz mit, kommt, das geben wir uns nochmal. Guckt euch das an. Ja, that face. Dieses Gesicht, guckt es euch an. Ich kann nicht mehr. Oh ja, oh je, was macht der denn? Uah, Hilfe! Uah, uah. Ja, da reißt er den Blabbermaul auf. Ich glaub's nicht. Guckt euch das an! Dieser Bug, also dieser Grafikbug hier, das ist ja echt unglaublich. Ja, Hammer, Hammer. Wie sie durch die Gegend gesteuert werden und dann hier rote Augenbrauen haben. Und der andere hier mit seiner lila Fresse da ist. Also, die ist natürlich schon irgendwie auf der einen Seite süß. Das ist einfach nur ziemlich, ups, ziemlich lustig, wie die aussehen. Und da sieht man auch, sag ich mal, wie der Stand von der Technik noch war, ne? Wenn man hier so reingeht, ne, da sieht man dann doch schon, wie hier ist es nicht so, oder? Verschwinden die dann, dass man praktisch in die so wie so No-Clip-Dinger so praktisch so reinschauen kann. Gut, ist ja auch heutzutage noch bei manchen Spielen so, aber es ist ja eigentlich, sollte ja nicht so sein. Ja, hier zum Beispiel. Vor allem sieht man da mal, wie zermatscht das eigentlich ist, ne? Aber gut, ich will nicht meckern, das Spiel ist ja, wie gesagt, schon 10, 11 Jahre alt. Deswegen, da muss der nächste Teil auf jeden Fall Erneuerung bringen. Man muss dann schon auf den neuesten Stand der Technik sein. Und allgemein hier an den Fortschritten. Und ja, auf dem neuesten Stand seid ihr auch, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal, wie das Geschäft hier so läuft und ob wir unsere Schulden endlich mal begleichen können und ob wir irgendwann mal auch den Verkehrswert von 100.000 erzielen können. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.